Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Bloodborne. Wir haben das Rakuyo uns geschnappt in der letzten Folge und gehen damit zurück zum Fischerdorf. Es gibt aktuell noch zwei Sachen, die ich im DLC mache, bevor wir jetzt den Endboss gleich angehen. Das erste ist ein Item, das ich dann noch gesehen habe. Das zweite ist, wir müssen einen NPC nochmal aufsuchen. Und zwar den guten Brador. Der hat uns ja hier zwischendurch schon immer ein bisschen auf Trab gehalten. Komme ich da überhaupt so lang? Shit, nee. Hätte ich anders gehen müssen. Oh, wie geil stark die Waffe einfach ist. Das ist nur der Einhändige. Wo sind die derben Fischmonster? Die sind Fischemonster. Bedeutet, wir sind Fisch und Monster. Und wir haben Hundes. Aua, die schreien mir an. Hätte meine, meine Lautsprecher nicht so laut lassen sollen. Die bösen Buben schreien mich nämlich gerade echt voll an. Scheißen, Alter. Oh, es ist laut hier gerade bei mir. Entschuldigung. Ja, Bloodborne, ihr lieben Leute. Ein wunderschönes Spiel vom From Software, in dem man echt oft stirbt, wenn man so scheiße spielt wie ich. Deswegen, und nur deswegen, würde ich sagen, gehen wir lieber zum anderen Punkt. Ich glaube, das ist uns angenehmer, wenn wir zum Leuchtturm wechseln. Oh, scheiße, das wollte ich gar nicht. Ja, jetzt haben wir auch nochmal Blitz drauf auf der Knarre. Das wollte ich ja gar nicht. Das wollte ich nicht, ihr lieben Leute. Ja, was müssen wir noch eigentlich alles... Gott, ich dachte... Ganz kurz mal. Klang halt eben, als ob jemand hier in der Wohnung wäre. Das wäre mega gruselig. Ich meine, da wärt ihr jetzt live bei einem Überfall dabei oder so. So, Leuchtturmhütte. Kann aber auch sein, dass der Ofen gerade explodiert, weil ich habe den gerade angemacht, weil ich mir gleich ein Stück Lachs brate. Ja, brate ist eigentlich falsch, ich backe es. Ist nämlich die geilste Variante, wie ihr Lachs zubereiten könnt. Kennt ihr das? Ihr wollt ein schönes, frisches Stück Lachs vielleicht braten, aber dann wird das immer so fettig und zerfällt euch in der Pfanne. Einfach in den Ofen damit. Bisschen würzen. Ich mache immer Salz, Knoblauch, ein bisschen Pfeffer, also geschroteten Pfeffer. Dann einfach für 30 Minuten bei 200 Grad in den Backofen hinein. That's it. That's it, Freunde. Und das Geilste... Ah, da vorne, da muss ich hin. Und das Geilste bei dieser Zubereitungsart, ihr braucht kein Öl. Und die Haut, also ihr legt den mit dem Fleisch nach unten, dass die Haut nach oben zeigt, die wird so richtig schön knusprig, also wirklich, die wird die Mutter aller Knusprigkeit. So knusprige Haut habt ihr echt noch nie gegessen. Oh mein Gott, noch nie gegessen. Also richtig gut alles. Und kaum Fett. Also eigentlich nur gut. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, so euren Lachs zuzubereiten. Also ich kaufe immer frischen Lachs beim Rewe mit Haut. Einfach dann die Fleischseite würzen. Wie gesagt, Salz, Knoblauch, Pfeffer. Dann das Ganze mit der Fleischseite nach unten in eine Auflaufform, in den Ofen, 30 Minuten, fertig. Richtig gut. Aus dem Lachs selbst kommt so viel Öl raus. Also das reicht dem, dass der nicht unten pappen bleibt. So, ich glaube, wir gehen mal erstmal hier hin. Wir haben zwei, drei Orte hier zum Absuchen. Zum einen müssen wir mit dem Typen nochmal reden, der uns ja auch befohlen hat, Lady Maria zu töten. Und dann müssen wir auch nochmal ins Gefängnis wegen Brador. Brador, Brador, ihr wisst, was ich meine. Oh, der Typ ist ja gar nicht mehr. Ach geil, wo ist denn der jetzt hin? Wo move der denn hin?
Das ist jetzt blöd. Ich hoffe, ich finde... Gott, den Fehler mache ich bestimmt noch 100 Mal. Ich hoffe, ich finde Brador noch dort, wo ich ihn vermute. Und ich sollte mal das Item oben wechseln. Nicht, dass es wirklich noch 100 Mal passiert. Denn die Blitze brauche ich noch. Ich habe noch 1, 2 Bosse hier zu töten. So, back. Im Traum des Jägers. Gehen wir dann jetzt zum unterirdischen Leichenhaufen. Ich bin heute auch ein bisschen aus der Puste, weil ich heute zum ersten Mal die Strecke von Arbeit nach Hause mit dem Fahrrad gefahren bin. Mit so einem Mietfahrrad hier. Die Dinger, die man an jeder Straßenecke per App mieten kann. War auf jeden Fall richtig gut. Erstmal eine Stunde Fahrrad gefahren. Bin ich schon seit vielen Jahren nicht mehr. So, dann lasst uns doch mal da vorne. Also ich weiß, dass Brador hier irgendwo im Knast hockt. Oder habe ich den da schon getötet? Das kann manchmal sein. Bin mir da auch nicht mehr so sicher. Ja, das nenne ich mal 1A zerlegt hier. So, Brador, mein Freund und Helfer. Du warst da vorne drin, ne? Nee, hier kamen wir, glaube ich, nur rein und hier war jemand drin. Aber der ist tot. Wo war Brador? Der war hier halt auch echt irgendwo und... Man muss ihn, glaube ich, noch einmal töten, denn dann bekommt man... Genau, seine Waffe hier. Hört ihr das? Fürchtet das Läuten der Glocke. Denn nur der Tod wartet auf törichte, neugierige Augen. Und die Assassinen der Kirche sind nie weit. Fürchtet das Läuten, denn die... Ja, also es ist seine Glocke. Es ist halt kein Glockenläuter da oben unterwegs. Aber wie, ich glaube, man muss ihn halt 4-mal töten, Brador. Wir haben ihn da oben, da unten, da unten. Gibt es hier noch einen Ort, wo ich ihn hätte töten müssen? Meine, eigentlich habe ich doch jetzt hier schon alles gemacht, sozusagen. Wartet mal, das prüfen wir jetzt mal nach. Brador, den müssen wir jetzt nämlich mal erledigen. Bloodborne, da gibt es ja schön Extra Life für. Na, gucken wir jetzt einfach mal nach. Gucken wir da jetzt mal, Brador. Genau, wir haben in der Zelle, Lighthouse, genau. Dann Second Encounter ist unter der Brücke, haben wir auch. Haben wir auch. Da habe ich ihn auch, aber ich glaube, zum Schluss brauche ich wirklich... Genau. Achso. Ich brauche diesen Schlüssel. Ah, dann muss ich diesen Hunter... Ah, ja, okay, warte mal. Den müsste ich jetzt eigentlich in der Lighthouse Lamp, an der Lighthouse Lamp finden. Ja. Okay. Also eigentlich müsste ich da diesen einen NPC, den ich sowieso noch finden wollte, müsste ich da eigentlich finden. War ich jetzt, oder steht der da in irgendeiner Ecke und ich habe ihn dann bloß nicht gefunden? Bin gerade verwirrt. Man muss hier halt alles richtig machen, Leute. Wenn man es hier nicht richtig macht, dann kriegt man halt nicht alle Items. Muss man echt aufpassen. Und das Schlimme ist ja bei so Spielen vom From Software, das ergibt sich ja nicht alles aus dem Kontext heraus. Also nicht, wenn man es nicht weiß. Also ganz viele Sachen. Es gibt ja so einen Witz,
mittlerweile in der Community. Ne, du brauchst zwei Skills, um diese Spiele richtig zu verstehen. Entweder bist du ein echt pfiffiges Kerlchen, guckst dir alles an, liest dir alles durch und ziehst die richtigen Schlüsse. Ja, oder du weißt, wie man YouTube bedient. Ist halt wirklich so. Ja, hier ist die Leuchtturmhütte. Eigentlich müsste der jetzt da sein. Der steht ja da ja drumrum irgendwie. Keine Ahnung. Wir suchen den jetzt einfach mal. Vielleicht finde ich den noch nicht. Dann müsst ihr mir helfen. In den Kommentaren, ihr lieben Leute. Macht ihr doch mal, oder? Seid doch so sozial hier zu eurem lieben Hyuga. So. Ah, da ist er. Guck mal da. Der liegt hier auf dem Boden, deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Oh, ihr. Ich fürchte, ich habe alles verpfuscht. Ich kann die Glocke hören. Jetzt wird mich der Bestienhautassassine holen. Wieder. Und wieder. Es hört nie auf. Bitte, ihr müsst etwas für mich tun. Das Dorf ist das wahre Geheimnis. Es bezeugt die alten Sünden. Es nährt den Albtraum dieses Jägers. Bitte, macht dem Schrecken ein Ende. Unsere Vorfahren haben also gesündigt. Wir Jäger können ihre Last nicht auf ewig tragen. Es ist nicht fair. Es ist einfach nicht fair. Simons Bogenklinge, Untergrundzellenschlüssel zur inneren Kammer. Ich glaube, der ist jetzt tot, oder? Ja, und er kann die Glocke hören. Die Glocke vom Brador. Der Jäger der Assassinen. Die ist sehr spannend. Lass uns das mal ganz kurz mal durchgehen. Der hat uns jetzt ein paar Sachen verraten. Zum einen, was wir ja nun schon wissen, dass wir hier das wahre Geheimnis finden, die alten Sünden, die diesen Traum nähren, also, oder nähren, also die Sünden, die Gurman begangen hat. Und zum anderen überlege ich jetzt gerade, wie kann man das am besten sagen? Ist halt noch nicht ganz so leicht zusammenzufassen. Lass uns erstmal hier diesen Text lesen. Zellenschlüssel zur inneren Kammer der Zelle unterhalb der großen Kathedrale. Die innerste Kammer der Untergrundzelle beherbergt einen einsamen Verrückten. Er trägt ein Bestienfell und läutet eine Glocke, die kein Geräusch von sich gibt. Endloser Tod erwartet diejenigen, die die geräuschlose Glocke vernehmen können. Ja, das ist die Glocke von Brador oder Brador. Und wir haben die Bogen, wir haben diese Bogenklinge bekommen, das geile Schießgewehr. Da hier, Simons Bogenklinge. Die bevorzugte Waffe von Simon oder Simon, einem der ersten Jäger der Heilenden Kirche. Simon verachtete Feuerwaffen, also hat die Kirchenwerkstatt diese nach seinen Wünschen gestaltet. Die lange gekrümmte Klinge kann als Bogen verwendet werden, wenn sie transformiert wird. Doch abgesehen von einigen engen Freunden wurde Simon für die Wahl seiner Waffe verspottet. Denn wer würde sich dem Bestien schon mit einem armseligen Bogen entgegenstellen? Simon tat dies. Ich glaube, die Verbindung ist so ein bisschen, dass Gurman bestraft wurde von der Präsenz des Mondes dafür, dass sie hier die Bewohner geschändet haben und zudem das Kind stahlen, höchstwahrscheinlich den Weisen von Kos, um ihn nach Bergenworth zu bringen. Das ist zumindest die Vermutung dahinter. Ist nicht ganz so leicht, die Geschichte des DLC mit der Hauptspielgeschichte in Einklang zu bringen. Ich habe hier noch nicht alle Fragen für mich selbst geklärt, denn zum einen heißt es ja, dass sich Lawrence und Willem kurz darauf getrennt haben.
was darauf schließen könnte, dass Lawrence davon abgeschreckt war, wie Willem hier agiert. Auf der anderen Seite macht Lawrence ja nichts Besseres mit der heilenden Kirche. Oder vielleicht weiß er es gar nicht, weil er schon längst tot ist. Ah, da vorne kommt er nochmal raus hier. Da merkt man natürlich, das ist die Power halt. Das ist die Power von Rakuyu. Braedors Zeugnis. Und wir kommen jetzt auch hinein in seine Zelle. In der er auch noch drin ist. So, so. Seht, wer gekommen ist. Willkommen in meinem Quartier. Ich habe noch nie einen Gast empfangen. Werdet ihr mich töten? Nach allem, was ihr getan habt, wollt ihr mich töten? Als ob das eure Fehler ungeschehen machen könnte? Braedor ist ja ein Jäger, der Bestieneigenschaften hat. Immer ein sicheres Zeichen auch dafür. Ganz kurz, wo habe ich jetzt eigentlich? Mein Monokel. Oder ist es doch wieder ein... Oder ist das Monokel wieder ein Item? Wartet mal. Da, das Fernrohr. So. Da sehen wir ihn, Braedor. Genau, er steht den Bestien näher als den Jägern, denn er benutzt ja immerhin ihr Blut, um sich selbst zu stärken. Das ist eine Jägertechnik, die ja nicht ganz so beliebt ist. Gott! Ich würde sagen, es wird Zeit, den richtigen Braedor zu töten. Nichts ändert sich. Das ist die Natur der Menschen. Die Frage ist, hätten wir noch mal mit ihm reden können? Hätten wir noch mal mit ihm reden können? Das wäre eine Frage. Und er droppt den Blutvergießer. Das ist seine Waffe. Der Blutvergießer. Der Blutvergießer. Wo haben wir ihn denn jetzt? Da. Ja, es... funktioniert da mit Arkan, was ich nicht habe, und skaliert auf Blutfärbung, was ich nur ein bisschen habe. Aber an für sich halt eine richtig fette Waffe, ne? Gut, sah jetzt bei ihm, ehrlich gesagt, ein bisschen fetter aus. So. Ah ja, ist... Oh, ist auch fetter, wenn man sich damit seine Eingeweide rausholt. Boah, geile Waffe, ey. Der Blutvergießer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Der Blutvergießer. Was sagt uns dieses Item? Die wahnsinnige Jägerwaffe, die von Braedor, dem Assassin der Heiligen Kirche, geführt wurde. Der Blutvergießer nimmt seine wahre und schreckliche Form an, nachdem er sich am Blut aus dem Innersten des eigenen Körpers und der Seele gelabt hat. Dies ist die einzig effektive Art, verdorbenes Blut zu beseitigen, so glaubte es zumindest Braedor, der in seiner Zelle isoliert war. Und ich schaue mal ganz kurz nach. Braedor, ob er noch mal was zu uns sagt. Nö, also er sagt nichts mehr zu uns. Nö, nö. Nö, also nur das, ja... Also er fragt uns noch, ob wir ihn jetzt töten oder ob wir um Vergebung betteln wollen. Also nichts Spannendes. Aber Braedor hat sich dann eben entschieden, auf Seiten der Bestien zu kämpfen. Oder, was noch viel wahrscheinlicher ist, das fällt mir jetzt gerade ein, da freestyle ich jetzt quasi. Und zwar
sagte ja Simon oder Simon, er hat es verfuscht. Und jetzt hört er die Glocke. Vielleicht heißt das so viel wie... Wo geht's hin? Vielleicht heißt das so viel wie, oh, jetzt habe ich auch Fehler getan. Zu viel getötet, die Falschen getötet, bin kurz davor, wahnsinnig zu werden. Jetzt werde auch ich von Braedor gejagt. Vielleicht war er so eine Art Ausputzer von der Heilenden Kirche. Denn die wollte natürlich zeigen, dass ihre tollen Leute, also ihre Jäger, die Jäger der Heilenden Kirche, dass die ja nicht befallen werden von der Bestienkrankheit. Und vielleicht wollte die Heilende Kirche deswegen die Leute beseitigen und hat dann eben Braedor in die Spur geschickt. Yo, mach die mal fertig. Könnte zumindest sein, ich weiß es nicht, wäre eine interessante Theorie. Generell also zur Story, die wir jetzt hier erleben. Wie schon im letzten Video, ich hoffe zumindest, dass ich es erwähnt habe. Ich habe ein paar Schnitte gesetzt. Unterteilt sich ja die Story des DLC in zwei Parts. Wir haben zum einen die Story der ersten Jäger rund um Gurmen. Wir haben dann zum anderen aber auch Mutter Kos, ihr Waisenjunges und das Fischerdorf. Das alles hängt so ein bisschen zusammen. Die grobe Story, so wie ich sie mir vorstelle, ist kurz... Oh, hi Leute. Kurz bevor Willem und Lawrence sich getrennt haben, kam die Nachricht, am Fischerdorf wurde ein Großartiger gesichtet. Wie Zuschauer Fenas geschrieben hat, kommen die Großartigen wohl alle aus dem Wasser. Das weiß ich nicht, kann ich nicht bestätigen. Er sagte, die Theorie mit dem Kosmos hat sich die Heilende Kirche nur ausgedacht. Keine Ahnung, kann natürlich sein, dass es so ist. Kann aber auch sein, dass das abgeleitet wurde aus dem Cthulhu-Mythos, denn darauf basiert ja Bloodborne. In weiten Zügen sogar. Ja, zumindest sind die dann alle dahin. Die Bürgenwürfler. Und haben gesehen, ey, da ist wirklich ein Großartiger. Mutter Kos. Entweder schon tot oder noch lebendig. Und das Dorf war schon mutiert. In das, was wir jetzt sehen. Es hatte schon völlig sich einvernehmen lassen. Von der Präsenz der großartigen Mutter Kos. Also haben sie das getan, was sie immer machen. Sie haben da so ein bisschen für Unheil gestiftet, sie haben die Leute gequält, sie haben ihnen die Schädel wahrscheinlich aufgeschnitten, geguckt, wo sie Einsicht herausgewinnen können, also haben ihre Forschungen dort betrieben und haben auch Kos, ihr ungeborenes, aber bereits lebendiges Baby gestohlen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie daraufhin verflucht worden von Kos und eingesperrt worden in diesem Albtraum. Denn über die Träume sprechen ja die Großartigen auch zu den Bewohnern dieser Welt, unter anderem. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Lady Maria, quasi den Weg zum Fischerdorf versiegelt hat. Irgendjemand ist da in diesem Grab beerdigt. Es kann sehr gut sein, dass es Gurmen ist. Dass Gurmen hier sogar gestorben ist, das weiß ich aber nicht sicher. Zumindest ist es ja wahrscheinlich, dass Mutter Kos alle verflucht hat und dass die Jäger an diesen Traum gebunden sind, um ewig auf ihre Sünde hingewiesen zu werden. Gurmen selbst traf es dann noch ein bisschen schlimmer, denn er wurde zusätzlich von der Präsenz des Mondes quasi dazu verdammt, den Traum des Jägers aufrecht zu erhalten. Er hatte also den Albtraum des Jägers und den Traum des Jägers. Ist also doppelt gestraft. So stelle ich mir das zumindest vor, das, was hier passiert ist. So, ihr lieben Leute, jetzt haben wir eigentlich nur noch zwei Sachen zu tun. Wer war das jetzt? Wer war denn das jetzt schon wieder? Irgendeiner hat sich jetzt hier gerade umgebracht. War es zum Schluss... Aber eigentlich kann es Braedor nicht gewesen sein. Den haben wir ja umgebracht. Ja, Braedor ist hier schon lange weg. Also irgendwer ist jetzt hier gestorben. Ich weiß nur nicht, wer. Oder war es vielleicht der Kopf?
Nee, der Kopf von Ludwig ist eigentlich auch schon längst tot. Oder es ist halt irgendein random Audio-Sample, was hier läuft. Ich weiß es nicht, vielleicht wisst ihr es ja, wer hier gerade geschrien hat. Würde mich sehr interessieren. Hier ist ja der Kopf. Ja, aber der ist ja schon längst tot. Was bleibt jetzt noch zu tun hier im DLC? Im DLC haben wir noch zwei Bosse. Wir haben das Waisenkind von Kos. Wir haben Lawrence. Und das war's auch eigentlich. Dann haben wir hier echt ziemlich gut durchgeplündert und alles. Also können wir uns echt nichts vorwerfen. Dementsprechend, ihr lieben Leute, würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Versuchen uns dann am Waisen von Kos. Und Lawrence heben wir uns noch ein bisschen auf. Denn nachdem wir den Waisen von Kos haben, müssen wir ja sowieso die Labyrinthe machen, bis wir zu Königin Yharnam kommen. Und dann gibt es ja auch noch zwei Hauptspielbosse. Also noch einiges zu tun hier bei Bloodborne, aber so viel ist es nicht mehr. Also ja, der Weg durch die Untergrundlabyrinthe, also durch das Grab der Götter, der wird nochmal hart. Weil das viele Runden sind, die ich da spielen muss. Aber das kriege ich auch schon irgendwie hin. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz doll fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, gehabt euch wohl. Haut rein. BB, euer Hyuga.